Herzlich willkommen zum Soulful Journey Podcast für eine achtsame und nachhaltige Recovery deiner Essstörung. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und wir die nächsten Minuten gemeinsam verbringen. Die heutige Folge liegt mir nämlich besonders am Herzen, nicht weil ich gerade selbst schwanger bin, sondern weil es aus meiner Sicht ein langer Weg war, um dieses Wunder erleben zu können und zu dürfen. Vieles in der heutigen Folge ist sehr intim und auch sehr persönlich. Es kann sein, dass dich das eine oder andere Thema vielleicht auch triggert. Doch wenn das der Fall sein sollte, dann mach eine Pause, schreib dir auf, was genau der Trigger ist, was genau dich in dem Moment gerade bewegt und berührt. Denn ich möchte heute meine Erfahrungen unbedingt mit dir teilen, weil ich ganz genau weiß und auch fühlen bzw. nachempfinden kann, welche Ängste, welche Sorgen, welche Zweifel auch dich eventuell beschäftigen können bezüglich dieses Themas, auch wenn es vielleicht im Moment noch gar nicht aktuell ist. Fast meine gesamte Recovery über hat der Gedanke, eines Tages schwanger zu sein oder auch Mama zu sein, eine mal mehr bewusstere oder auch unbewusstere Rolle gespielt. Ich habe vor längerer Zeit bei Instagram einen Fragensticker geteilt, und zwar mit der Frage, warum du gerne gesund werden und warum du deine Essstörung loslassen möchtest. Der Grund, der am häufigsten genannt wurde über diesen Fragensticker, war entweder, um eines Tages schwanger zu werden, um eine gute Mama zu sein, beziehungsweise den Traum von einer eigenen glücklichen Familie. Also auch wenn dich im Moment jetzt kein konkreter Kinderwunsch beschäftigt, bin ich mir sicher, dass dich diese Folge heute dennoch inspirieren kann. Denn wie gesagt, es haben so viele Punkte auf meinem Weg bis heute und bis zu diesem Punkt, an dem ich heute stehe, eine so große Rolle gespielt, die auch in Verbindung mit meiner Recovery standen und mit meinem Heilungsweg natürlich auch oder auf meinem Heilungsweg eine große Rolle gespielt haben. Auch unabhängig davon, ob schon ein Kinderwunsch da war oder nicht. Doch einfach durch dieses Thema oder durch diese Gedanken ausgelöst, haben sie unterschiedliche Dinge auf meinem Weg bewirkt. Und ich habe diesen Weg oder ich habe die heutige Folge in drei Phasen eingeteilt und habe die drei Phasen auch benannt, sodass du immer weißt, worum es ungefähr geht und dass jede Phase auch sozusagen unter einem Schwerpunkt oder unter einem Motto stand. Beginnen wir also mit Phase 1, Ablehnung. Als ich mir meiner Essstörung noch nicht rundum bewusst war und somit noch auf dem Weg zur Heilung, also mit auf dem Weg zur Heilung meine ich den Weg zu dem Punkt, an dem ich mich dafür entscheiden konnte und entschieden habe, gesund werden zu wollen. Denn auch schon vorher befindest du dich ja auf deinem Heilungsweg, auch wenn du diesen noch gar nicht so bewusst oder selbstbestimmt oder aktiv in die Hand genommen hast. Deswegen beschreibe ich das immer als meinen Weg zur Heilung. Auf jeden Fall, als ich noch auf diesem Weg zur Heilung war, konnte ich mir sehr lange Zeit nicht vorstellen, jemals in diesem Leben schwanger zu werden. Ich habe alles abgelehnt, was damit zusammenhängen würde oder auch könnte. Denn allein der Gedanke an die körperliche Veränderung, an die Gewichtszunahme und vor allem auch an den neuen Körper danach waren unvorstellbar für mich. Sodass ich es mir eher, ja, ich habe mir das früher eher wie ein Horrorszenario ausgemalt und eher so wie das Schlimmste, was einem passieren kann, vorgestellt tatsächlich. Rückblickend ist oder war für mich wichtig zu erkennen, dass ich diese Gedanken, also diese tiefe, abgrundtiefe Ablehnung und all diese Gedanken, die daraus resultieren, dass ich diese Gedanken nicht aus Überzeugung oder aus Liebe zu mir gewählt habe, sondern aus der tiefen, tiefen, tiefen Angst heraus. Angst vor körperlicher Veränderung, Angst vor Verantwortung und Angst vor Verpflichtung. Ich nenne sie jetzt die drei Vs, damit du dir das einfach auch ein bisschen besser einprägen oder merken kannst,
Veränderung, Verantwortung und Verpflichtung. Alle drei Punkte, alle drei Vs waren damals für mich mit ganz, ganz großer, tiefer, damals noch sehr unbewusster Angst verbunden, weil sie mit sich brachten, dass ich hätte im Hier und Jetzt leben müssen und dass ich auch nicht länger hätte vor mir selbst weglaufen können. Denn das erfordern diese drei Punkte. Alle drei waren somit damals für mich mit großer Angst verbunden, weil sie eben genau das mit sich brachten, wovor ich die ganze Zeit geflüchtet bin. Da ich mir dessen zu dem Zeitpunkt noch nicht bewusst war, konnte ich gar nicht anders darüber denken oder konnte das auch gar nicht für mich reflektieren, sondern für mich war das damals meine Realität und meine Wahrheit, in der eben diese Ablehnung und alle Gedanken, die dazugehörten, sehr präsent waren. Also konnte ich nicht anders darüber werten, als jegliche Gedanken rund um Schwangerschaft, Mama sein, Mama werden, eigene Familie, Baby, Leben mit Baby, als das abzulehnen. Ein ganz klitzekleines bisschen, aber ich sage jetzt bewusst klitzekleines bisschen, weil du gleich auch merken wirst, dass da auch Selbstsabotage, Abhängigkeit eine große Rolle gespielt haben. Doch so ein minimales Stückchen hat sich meine Haltung der Ablehnung gewandelt, auch in dieser Phase noch. Und zwar, als ich meinen ersten langjährigen Freund kennengelernt habe, also als ich so die erste Erfahrung von einer ernsthaften Beziehung gemacht habe, in der ich dann zum Beispiel auch mein erstes Mal erlebt habe. Doch es war keine Beziehung von bedingungsloser Liebe. Denn ich habe mich in dieser Beziehung und auch von diesem Menschen ganz, ganz stark abhängig gemacht. Und mit den Jahren kam bei mir der Wunsch auf, zum Beispiel zusammenzuziehen. Also ich habe mir das so sehr gewünscht, zusammenzuziehen und konnte mir auch vorstellen, das gesamte Leben miteinander zu verbringen und zu teilen. Doch auch in diesem Fall waren es keine Gedanken, die ich aus Liebe und Überzeugung zu mir geschöpft habe, sondern die sind der Angst entsprungen. Die sind der Angst vor Trennung entsprungen. Sie sind der Angst vor Verlust entsprungen. Sie sind der Angst vom Alleinsein entsprungen. Ich habe nämlich auch nach der Trennung damals noch längere Zeit krampfhaft an dieser Beziehung, an diesem Menschen festgehalten, ohne noch so wirklich zu fühlen, warum ich das mache. Sondern es hat sich auch eher wie so eine Sucht angefühlt, dass ich gar nicht anders konnte, als an dem Alten festzuhalten. Und dann bin ich auch meinem Ex-Freund wie so ein unerfahrener Teenager nachgelaufen, weil ich einfach völlig verzweifelt war. Ich war einfach total verloren und wusste nicht mehr, wohin mit mir. Weil ich ja sowieso schon nicht wusste, wer ich bin, keine Beziehung zu mir hatte. Also all das, wofür ich ja sowieso schon auch meine Essstörung hatte und auch gebraucht habe. Und ich war auch so verzweifelt, dass ich meinem Ex-Freund gegenüber in dieser Trennungsphase sogar gesagt habe, ich möchte ohne dich nicht mehr leben. Und das habe ich nicht gesagt, weil es meine Wahrheit war oder weil ich davon überzeugt war, sondern das habe ich gesagt, um ihn für mich zurückzugewinnen und um ihn quasi ja zu sabotieren, indem ich ihn dazu zwinge, aus schlechtem Gewissen zu mir zurückzukommen. Also auch das habe ich nicht aus der Liebe heraus gesagt, sondern aus der tiefen Angst heraus, die durch die Trennung aktiviert, hervorgerufen wurde und sich durch meine Worte ausgedrückt haben. Und du spürst jetzt vielleicht auch, wie tief diese Verzweiflung, diese Angst, diese Kontrolle, der Zwang, diese Sucht letztendlich nach der Liebe gewesen sein müssen, wenn es sich durch diese Worte ausdrückt, ich möchte ohne dich nicht mehr leben. Wenn ich das heute so betrachte und wenn ich dir das heute jetzt so erzähle, dann möchte ich mir selbst von ganzem Herzen dafür vergeben,
dass ich es mir selbst damals so schwer gemacht habe, um noch mehr als sowieso schon zu leiden. Denn genau das habe ich mir selbst damit bestätigt. Ich habe dadurch im Grunde diesen Schmerz ausgedrückt und die Trennung hat dann all das, was schon da war, noch mal mehr bestätigt, sodass ich mich noch mehr in meinen Opfermodus hineingeschoben habe und mich noch mehr mit diesem Schmerz, mit diesem Leiden, mit diesem Opfersein identifiziert habe. Und dafür kann ich mir von heute aus gesehen einfach nur vergeben. Ein Kinderwunsch in dieser Beziehung, der war nicht echt. Wenn da solche Gedanken waren, und das waren sie ab und an, aber wie gesagt, keine echten, sondern es war eher ein sabotierender Gedanke, um zum Beispiel ein Kind dafür zu haben oder ein Kind dafür zu nutzen, um meine Angst vor Verlust und vor Alleinsein zu stillen. Also um auch diesen Menschen, diese Beziehung aufrechtzuerhalten und ein Kind sozusagen als Bindeglied zu haben, um mich vor dem Alleinsein zu beschützen. Ich bin heute sehr froh und auch dankbar, dass ich das während meiner Recovery so reflektieren, für mich erkennen und auch verarbeiten durfte, um für mich in meiner Recovery schon die Entscheidung zu treffen, dass ich mich erst dann für ein Baby entscheiden kann und möchte, wenn es mir selbst rundum gut geht und ich in der Lage bin, gut für mich selbst zu sorgen. Diese Entscheidung habe ich auf dem Weg für mich getroffen und ich habe sie für mein Leben gewählt. Und vor allem war mir wichtig, dass ich ein Baby aus reiner Liebe zeuge und auch gebäre und nicht aus einem Gedanken der Abhängigkeit, der Angst oder der Selbstsabotage. Und es ist eine reine Entscheidung, die ich, deswegen betone ich das auch so sehr, weil es mir so wichtig ist, das zu sagen und damit auch alle, dass du und alle anderen wissen, dass ich jetzt niemand anderen zum Beispiel irgendwie für irgendwas verurteile, wo das vielleicht anders war oder ist. Denn ich beschreibe einfach nur meinen Weg, meine Erfahrung und wie ich mit bestimmten Dingen umgegangen bin. Und dazu gehörte, wie gesagt, während meiner Recovery diese Entscheidung, die ich für mich getroffen habe, dass es in allererster Linie um mich geht und ich auch bezüglich Kinderwunsch diese Entscheidung getroffen habe, die ich eben erzählt habe. Jetzt wird es Zeit für Phase 2, Wunsch. Nach der Trennung und auch zu Beginn meiner neuen bzw. auch jetzigen Beziehung hat ein Kinderwunsch vorerst keine große Rolle gespielt, also auch gedanklich nicht. Da ich mich, wie gesagt, und aufgrund der Entscheidung, voll und ganz auf mich konzentriert habe. Durch die Entscheidung, die ich getroffen habe, habe ich mir die Erlaubnis gegeben, dass es um mich gehen darf, dass es um meine Gesundheit gehen darf und dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, mich um mich selbst zu kümmern. In dieser Zeit, in der dieser Fokus auf mir lag, in der Zeit war ich zum Beispiel dann, also diesen Zeitraum, das beschreibt jetzt einige Jahre. In dieser Zeit war ich zum Beispiel in der Klinik. Ich habe danach erstmal erneut eine ambulante Therapie gemacht, eine Verhaltenstherapie. Ich habe mich angefangen mit persönlicher Entwicklung zu beschäftigen. Ich habe die Coaching-Ausbildung gemacht. Ich habe Achtsamkeit kennengelernt. Ich habe Fortbildungen im Bereich Achtsamkeit gemacht, Seminare besucht sowie den Zugang zu meiner eigenen Spiritualität entdeckt. All das durfte Platz in meinem Leben einnehmen, in dieser Zeit, wo es um mich ging, damit ich vollständige Heilung und auch so ja, Genesung und Stabilität auf meinem Weg durch die Essstörung erfahren durfte. Ich bin durch meine Recovery so sehr über mein altes Ich hinausgewachsen und wieder zu mir zurückgekommen, dass ich mich vor ungefähr 2 Jahren, also jetzt kann man sagen, in Anführungszeichen erst vor 2 Jahren, aber
Ich will dir einfach nur ein Gefühl dafür geben, inwiefern das auch so zeitlich gesehen mit Heilung, mit Recovery, mit dem Weg durch die Essstörung auch zusammenhing und auch verknüpft war für mich, weil all das, was vorher passiert ist, all das, was vorher von mir selber verarbeitet, aufgearbeitet, geheilt wurde, hat natürlich bis zu dem Zeitpunkt eine große Rolle gespielt. Und vor ungefähr 2 Jahren konnte ich mich ernsthaft auf den Gedanken einlassen, dass es eine realistische Vorstellung ist und dass es auch ein Teil meiner Lebensvision ist, eine eigene Familie zu gründen. Mit meinem jetzigen Freund, mit dem ich seit 2014 eine ehrliche und auch achtsame Beziehung führe, das sage ich jetzt so, das würde er wahrscheinlich anders beschreiben, doch jeder sieht ja auch die Beziehung aus der eigenen Perspektive. auf jeden Fall, genau, führen wir diese Beziehung. Und dann kam irgendwann dieses erste Gespräch darüber auf, ob ich Kinder haben möchte. Vorstellen konnte ich mir mein Leben mit 1 oder 2 Kindern zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall. Doch ich habe es mir, also ich konnte es mir vorstellen, doch ich habe es mir noch nicht zugetraut. Solange ich mich nicht insofern vollkommen in meiner Kraft und stabil fühle, sodass ich mir vorstellen kann, 100% Verantwortung für ein weiteres Menschenleben zu übernehmen, also 100% Verantwortung über mein eigenes Leben hinaus zu übernehmen. Denn zu dem Zeitpunkt war ich ja gerade so an dem Punkt, wo ich so viel gelernt hatte über mich und für mich und so das ja zum ersten Mal wieder das Gefühl hatte, die komplette Verantwortung für mich selbst zu übernehmen, mein Leben in die eigene Hand zu nehmen, selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen, Träume anzugehen, umzusetzen, die wirklich zu mir gehören. Das war also gerade so diese Phase, in der ich mir das also noch nicht zugetraut habe, diese Verantwortung für jemand anderen zu tragen. Es durften also gute 5 Jahre vergehen, bis wir ein ernsthaftes Gespräch über das Thema Kinder geführt haben. Und ich so die ersten Anzeichen von einem echten Kinderwunsch, und mit echtem Kinderwunsch meine ich ein Kinderwunsch aus Liebe heraus wahrgenommen habe. Bis zu diesem Zeitpunkt habe ich zwar auch immer mal die Frage oder auch Bedenken im Kopf gehabt, ob es überhaupt möglich sein wird, also ob ich überhaupt schwanger werden kann oder mein Körper das überhaupt kann, nachdem ich ja jahrelang, wie so viele, keine Periode hatte und auch zu dem Zeitpunkt alles andere als einen regelmäßigen Zyklus hatte. Denn mein Zyklus, der war immer unregelmäßig, also auch als die Periode wiederkam, war der immer unregelmäßig. Die Periode kam nie auf denselben Tag genau jeden Monat. Es sind auch zwischendurch mehrere Monate vergangen, in denen nichts passiert ist. Also es war einfach ein unregelmäßiger Zyklus. Diese Tatsache hat allerdings bis vor 2 Jahren nicht viel Platz eingenommen. Da es eher, für mich war es eher so eine Nebensache bis dahin. Und es hat sich auch noch nicht so angefühlt, als wenn das jetzt dran ist. Also davor war das für mich nichts, was mich gestresst hat. Es war einfach so, ich habe das wahrgenommen. Doch es war okay, weil es war einfach noch anderes dran. Das änderte sich mit diesem Gespräch, sodass ich, also mit diesem ernsthaften Gespräch vor ungefähr 2 Jahren, sodass ich auch hier ganz ehrlich mit meinem Freund über meine Sorgen und auch über meine Zweifel, was so meine körperliche Verfassung zum Beispiel angeht und was diesen unregelmäßigen Zyklus angeht, darüber gesprochen habe. Und ich habe mich dann dazu entschieden, meinen Zyklus erstmal selbst besser kennenzulernen und erstmal selbst zu beobachten und erstmal selbst auch genauer hinzuschauen. Denn auch da gibt es ja schon so viel zu erforschen. Und das habe ich dann mit Hilfe von der Flow-App gemacht. Vielleicht kennst du die schon, die kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Dort kannst du auch sowas wie, also bestimmte Stimmungen, also da sind einfach so mehrere Kriterienpunkte, die du jeden Tag tracken kannst, die du eintragen kannst. Und somit bekommst du einfach schon mal so ein besseres Gefühl, einfach dadurch, dass du dich beobachtest.
Es geht gar nicht, also mir ging es nicht darum, da irgendwelche Analysen zu machen oder mir irgendwelche Auswertungen anzuschauen, sondern mir ging es eher darum, mit Hilfe dieser App jeden Tag hinzuschauen, jeden Tag zu beobachten, jeden Tag mir selbst und meinem Zyklus Aufmerksamkeit zu schenken und das für mich festzuhalten und somit auch einmal bewusst zu machen. Also habe ich dadurch auch mehr Energie und auch mehr Fokus darauf gerichtet, was denn jetzt auf meinen Zyklus bezogen in meinem Körper eigentlich so abgeht. Denn das habe ich vorher vielleicht mal gemacht, aber auf gar keinen Fall regelmäßig und auch auf gar keinen Fall mit einer Intention und auch nicht mit irgendeiner Art von Fokus. Nachdem ich das dann nach so einer gewissen Weile eher noch etwas mehr verwirrt hat, weil ich, wie gesagt, keinerlei Regelmäßigkeit erkennen konnte, habe ich mir dann irgendwann Ovulationstests besorgt. Und dann auch quasi vorsichtshalber, das muss man nicht jeden Tag machen, aber ich habe es dann für mich, da ich ja überhaupt keinen Plan hatte, was wann überhaupt passiert, habe ich vorsichtshalber jeden Tag getestet, ob ich überhaupt ja einen Eisprung habe und wenn ich einen habe, wann der eigentlich ist. Und wenn da einer ist, ob da eine Regelmäßigkeit besteht, also ob ich überhaupt monatlich einen Eisprung habe, auch wenn ich keine Periode habe. Also das wollte ich einfach wissen, wollte ich beobachten, habe es deswegen auch täglich getestet. Denn auch das war für mich eine große Frage. Ist da überhaupt ein Eisprung? Passiert da überhaupt ein Eisprung? Passiert da überhaupt das in meinem Körper, was zum Beispiel notwendig ist, um ein Kind zu bekommen, damit ein Samen ein Ei befruchten kann? Also auch das war eine große Frage für mich. Und ich habe das mit reiner Neugier gemacht. Also da war reine Neugier. Ich habe das mehr so gesehen wie Teil meiner Reise, Teil meiner persönlichen Entwicklung oder weiteren Teil meiner persönlichen Entwicklung, dass das jetzt dran ist, da genauer hinzuschauen und mich mit diesen Fragezeichen zu beschäftigen, die sich über die Jahre die über die Jahre hinterlassen wurden, beziehungsweise die sich auch über die Jahre für mich ergeben haben. Der Test, der ergab ebenfalls in sehr großen und auch in unregelmäßigen Abständen, dass ein Eisprung stattgefunden hat. Doch passiert ist in dieser Zeit noch nichts. Während ich meinen Zyklus also mehr und mehr beobachtet habe und mich auch mehr darauf eingelassen habe, mehr damit beschäftigt habe, mich selbst, mein Körper, mein Zyklus besser kennengelernt habe, kam bei mir der Impuls auf, mein Körper sagt doch bestimmt nicht ohne Grund Nein. Denn es fühlte sich wie ein Nein meines Körpers an. Es fühlte sich so an, als wenn mein Körper über meinen Zyklus mit mir kommuniziert und quasi Nein sagt. Und ich hab das so für mich gedeutet, dass meine Periode so unregelmäßig war und ich im Grunde auch nie sicher wusste, ob und wann ich einen Eisprung habe, hat sich für mich wie ein Nein von meinem Körper angefühlt. Es kam mir auch nach einer gewissen Zeit irgendwie dann doch auch anstrengend und ja, sehr kontrolletti vor, mit meiner Beobachtung so weiterzumachen. Denn ich habe es ja eine gewisse Zeit gemacht, mehrere Monate, und habe da so meine Erkenntnisse und Schlüsse daraus gezogen und fand es super spannend, war super neugierig. Und so nach einer gewissen Zeit hatte ich so das Gefühl, okay, da ergibt sich jetzt nichts Neues für mich, da komme ich jetzt irgendwie so alleine mit mir oder nur damit nicht so richtig weiter und da ergeben sich keine Erkenntnisse für mich. Und das ist für mich dann auch immer so ein Impuls oder ein Indiz dafür, um zu sagen, okay, dann ist vielleicht jetzt Zeit für den nächsten Schritt. Und das war auch damals so. Auch als ich bei meiner Therapie nach der Klinik das Gefühl hatte, okay, irgendwie kommen wir jetzt hier gemeinsam so nicht mehr weiter, war das ja auch der Punkt und der Impuls dafür zu sagen, okay, dann gehe ich jetzt meinen eigenen Weg und suche mir jetzt einen nächsten Schritt. Und auch so bin ich ja auf so meinen eigenen Weg gekommen und auf all die anderen Dinge,
die ich auch heutzutage weitergebe. Ich habe also meinen Blick wieder etwas mehr auf mich gerichtet, nicht so sehr auf diese Kriterienpunkte beobachten, abhaken, jeden Tag notieren, sondern ich habe meinen Blick wieder etwas mehr auf mich gerichtet, nach innen gerichtet. Das heißt, ich habe mir auch Unterstützung in Form von einer Coach genommen, mit der ich auf seelischer Ebene geschaut habe, was mich bzw. was den Energiefluss in meinem Körper blockiert. Denn wovon ich schon länger überzeugt war, dass der weibliche Zyklus für einen fließenden, ja, für einen Fluss steht, also für einen Zyklus, der im Fluss sein darf, der fließen darf und der das auch ganz natürlich macht, es sei denn, dass da wie so eine Blockade irgendwo ist, die den ganzen Fluss unterbricht. Heißt, wenn der Zyklus stockt oder wenn der Zyklus unregelmäßig ist, dann ist der Energiefluss, ist dieser weibliche Energiefluss unterbrochen. Das sehe ich so und das habe ich zu dem Zeitpunkt auch so für mich verstanden. Und ich war auch bei einer chinesischen Heilpraktikerin, von der ich zum Beispiel selbstgemischte Kräutertees bekommen habe, die anregend sind, um diesen Energiefluss zu stärken, beziehungsweise auch anzukurbeln. Ich bin zur Akupunktur bei ihr gegangen oder auch zur Schröpfmassage, um meinen Körper im Grunde zu entgiften. Also mit Entgiften meine ich jetzt aber nicht sowas wie das Entgiften beim Fasten, sondern Entgiften im Sinne von die Energien und die Emotionen, die im Körper sind, beziehungsweise die sich im Körper verankert, manifestiert und sozusagen eingenistet haben, die zu lösen und zu lockern, damit dieser Fluss fließen kann. Was genau davon jetzt etwas gebracht hat, kann ich dir nicht sagen. Doch das ist aus meiner Sicht auch gar nicht der Punkt. Wichtig ist, woran du selbst glaubst. Ich habe mich auf diesem Weg sehr gut aufgehoben gefühlt und es hat sich für mich hundertprozentig stimmig angefühlt. Und das ist immer das Wichtigste aus meiner Sicht, denn nur dann bist du offen für das, was kommt und kannst dich zu 100% einlassen und fallen lassen. In dieser Phase 2, in der ein echter Wunsch aufgekommen und gewachsen ist, ging es rückblickend noch immer stark um mich. Um mich, um meine Themen und um Heilung. Auch wenn die Essstörung dabei keine große Rolle mehr gespielt hat. Doch durch meine persönliche und auch spirituelle Entwicklung war mir schon bewusst, dass meine Reise auch nach dem Symptom, also auch über die Essstörung hinaus, auch wenn diese auf Verhaltensebene nicht mehr da ist oder nicht mehr zu sehen ist, dass die Reise trotzdem weitergeht. Allein durch meine berufliche Entwicklung zur Coach ist mir meine persönliche Entwicklung natürlich stark ans Herz gewachsen und ist einer der wichtigsten Lebensbereiche für mich geworden. Bevor es weitergeht, kommt jetzt ein bisschen Werbung mit Blinkist. Ich habe mir schon lange gedacht, dass das Aussetzen meiner Periode ein in Anführungszeichen Nein meines Körpers ausdrückt. Im Laufe der Jahre ist mir ein Buch mit dem Titel »Wenn dein Körper Nein sagt« von Gabor Maté in die Hände gefallen, das es mittlerweile auch auf Deutsch gibt. In dem Buch geht es um die verborgene Verbindung zwischen Körper und Seele, sodass es einfach nur noch total Sinn gemacht hat, dass mein Körper auf seelischen Stress und Belastungen reagiert. Also quasi eine Bestätigung für genau das, was ich zuvor eher so als Gefühl wahrgenommen habe oder so eine Vermutung oder Hypothese, die ich selber aufgestellt hatte, doch so nicht in Worte fassen konnte. Das Buch hat also nicht speziell etwas mit Hormonhaushalt, mit Periode, Kinderwunsch oder Schwangerwerden zu tun, doch es hat mir geholfen, eine größere Perspektive auf meinen Körper bzw. die Verbindung aller Ebenen zu meinem Körper einzunehmen und mir somit selber noch näher zu kommen und besser für mich zu sorgen.
Blinkist bringt dir die wichtigsten Kernaussagen in 15 Minuten auf dein Smartphone. Das heißt, du bekommst Zugriff auf 4500 Sachbestseller, Wissenspodcasts und holst dir allgemein mehr Wissen in deinen Alltag. Es gibt mehr als 25 Kategorien und meine liebsten von denen sind persönliche Entwicklung, Psychologie und die Sparte Achtsamkeit und Glück. Dich erwarten Tipps, Tricks und Lifehacks am Ende vieler Titel. Und falls du gerne auch mal etwas auf Englisch liest oder hörst, gibt es auch Blinks auf Deutsch und Englisch. Neu bei Blinkist sind die sogenannten Shortcasts. Das sind 15-minütige Podcast-Zusammenfassungen von Bildungs- und Wissenspodcasts. Und, das ist so ein bisschen ein Schmankerl, finde ich, sie sind sogar vom Originalhost selber eingesprochen. Es kommen jeden Monat 40 15-minütige Blinks hinzu und für alle, die nach den Blinks tiefer ins Thema einsteigen wollen, gibt es jetzt auch Hörbücher in voller Länge. Im Moment gibt es wieder eine wundervolle Aktion exklusiv für meine Podcast-Hörerinnen und Hörer. Auf blinkist.de/soulfood bekommst du 25% Rabatt auf das Jahresabo für Blinkist Premium. Blinkist wird ganz einfach B-L-I-N-K-I-S-T geschrieben, also wirklich genauso geschrieben wie gesprochen. Und du kannst natürlich alles ausgiebig 7 Tage lang kostenlos testen. Ich finde, es ist eine ganz großartige Möglichkeit. Ich habe sogar viele Bücher, die ich schon mal oder vor längerer Zeit gelesen habe, suche ich bei Blinkist und höre sie mir dann in den 15-minütigen Blinks nochmal an, um die wichtigsten Kernaussagen, die wichtigsten Botschaften einfach nochmal aufzufrischen, nochmal zu hören und wieder neue Dinge daraus mitzunehmen. Also so oder so, ob du Bücher zum ersten Mal oder auch Bücher dann zum weiteren Mal bei Blinkist hörst oder auch liest, ist es, finde ich, eine unglaublich tolle Möglichkeit, sich schnell Zugriff auf Wissen zu verschaffen und vor allem auch auf die wertvollsten Kernaussagen aus ganz tollen Büchern. Und jetzt geht es weiter mit unserem Podcast. Werbung Ende. Welcome back und finally kommen wir zu Phase 3, Erlaubnis. Nach einem Jahr Beobachtung und Beschäftigung mit mir habe ich mit meinem Freund gesprochen und ihm vorgeschlagen, dass wir uns doch einfach körperlich beide mal checken lassen. Einfach so, um mal zu gucken, was ist da eigentlich so, was sagt eigentlich ein Arzt so generell? Und das Ergebnis lautete, sie bringen beide nicht die besten Voraussetzungen mit, doch grundsätzlich spricht nichts dagegen, dass sie zusammen ein Kind bekommen können. Im ersten Moment wusste ich nicht, was ich jetzt darüber denken oder was man das jetzt sagen soll. Doch im zweiten Moment habe ich sofort gespürt, dass ich mittlerweile ein so großes Vertrauen in meinen Körper habe, dass er genau das machen wird, was für mich und auch für uns gut ist. Eine Perspektive, die mir sehr viel Druck im Laufe dieser Zeit genommen hat, weil dadurch gar kein Druck aufkommen konnte. Wir haben auch, oder warum glaube ich auch kein Druck so aufgekommen ist, war, weil wir auch sehr früh darüber gesprochen haben, was wir zum Beispiel machen, wenn sich herausstellen sollte, dass wir keine eigenen Kinder bekommen können. Ich habe von Anfang an, habe ich gesagt, dass für mich auch sowas wie Adoptieren oder auch ein Pflegekind tolle Möglichkeiten sind, dass mir hauptsächlich darum geht, dass ich Begleiterin für einen kleinen Menschen sein kann und diesem alles mitgeben möchte, was ich und was wir zu geben haben. Für mich war klar, dass es mir darum geht. Und wenn es ein leibliches Kind ist, das allerhöchste Geschenk, dass es möglich ist. Doch auch alles andere ist natürlich ein Geschenk. Und das war für mich von Anfang an klar. Denn der Kinderwunsch, der war kein Wunsch, von dem mein oder unser Glück abhängig war, sondern ich habe
Ich habe auch hier viel mehr die Möglichkeiten gesehen, die sich dabei für einen kleinen Menschen sowie auch für uns als Begleitperson, die sich dadurch auftun oder welche Tür zum Beispiel auch dadurch aufgeht. Und diese Vorstellung fand ich so wunderschön, dass mein Herz dabei aufging und ich diese Liebe, die ich dafür empfunden habe, dass ich die weitergeben wollte. Ich habe meinen Zyklus dann also weiterhin erstmal von einer Ärztin beobachten lassen, die sich dann auch sowas wie Eibläschenbildung angeschaut hat, die sich angeguckt hat, wie eigentlich der Aufbau der Gebärmutterschleimhaut ist, also ob der überhaupt da ist und in welchem Stadium ich jetzt gerade bin. Und das hat sie dann so per Ultraschall immer mal wieder angeschaut. Dann stand auch zwischenzeitlich ein Verdacht auf PCO-Syndrom im Raum. Allerdings es hat so gar nichts in mir berührt oder es hat so gar nichts in mir ausgelöst. Und ich war auch noch nie der Typ Mensch, die sofort etwas googelt, wenn ich sowas wie eine Diagnose gestellt bekomme oder wenn ich irgendetwas habe. Denn mir war immer wichtiger, auf meine eigenen Gedanken und auf meine eigenen Gefühle zu achten, also quasi nach innen zu horchen. Da mich das aber trotzdem interessiert hat, weil ja dieser Verdacht im Raum stand und ich einfach wissen wollte, okay, was ist denn das? Und ja, ein riesengroßer Fan von Erfahrungswerten, Erfahrungsgeschichten bin ich dann auf dieses tolle, tolle Buch von Julia Schulz gestoßen, in dem es um PCO-Syndrom geht. Und das war eine ganz große Bereicherung, dieses Buch zu lesen. Und es gibt auch ein tolles Podcast-Interview mit Julia hier im Soul Food Journey Podcast, das du dir nach dieser Folge auf alle Fälle anhören kannst oder in deine Warteschleife stellen kannst, um es dann irgendwann später zu hören. Da ich mir auf jeden Fall um PCO-Syndrom oder auch alles, was dazu beitragen kann oder was es auch lindern kann, nicht so große Sorgen oder Gedanken gemacht habe, war ich mir sicher, dass ich jetzt, was zum Beispiel meine Ernährung oder so angeht, dass ich hier eher weniger umstellen möchte. Denn ich habe mich schon lange zu dem Zeitpunkt schon seit mehreren Jahren und auch durch meine Weiterbildung zur Mindful Eating Trainerin als absolut achtsame Esserin wahrgenommen. Das bedeutet, ich nehme und gebe mir alles, was ich möchte und brauche, je nach Lust, Laune und Hunger. Also die Ärztin, die meinen Zyklus dann mit beobachtet hat, gehörte außerdem zu einer Kinderwunschpraxis. Das heißt, sie hat uns auch schon so in dem ersten Kennenlerngespräch hat sie uns auch schon erzählt, welche Möglichkeiten wir denn hätten, wenn wir uns eines Tages dafür entscheiden, uns neben dem natürlichen Versuchen unterstützen lassen wollen. Und ich kann, also zu dem Zeitpunkt auch schon und auch natürlich von heute aus gesehen, kann ich sagen, dass wir beide noch lange nicht noch gar nicht an diesem Punkt waren, dass dies für uns eine echte Option dargestellt hat. Weshalb ich auch gar nicht ernsthaft darüber nachgedacht habe. Und auch mein Freund teilte mit mir die Ansicht, dass es so kommen wird, wie es soll. Und wir alles in unserer Macht, also in unserem Einflussbereich stehende, auf natürliche Weise dazu beitragen, doch dass wir das ganz ohne Zwang oder ohne Krampf oder Druck machen wollen. Denn ich war in diesem tiefen Vertrauen, dass mein Körper das macht. Also dass mein Körper das macht, was gut ist. Und auch wenn er etwas nicht macht, hat es auch seinen Grund. Und dann möchte ich, und das war wieder eine Entscheidung, die ich für mich getroffen habe, möchte ich meinen Körper nicht dazu zwingen, etwas zu tun, was ihm jetzt gerade nicht entspricht oder wo er jetzt gerade Nein sagt. Weil ich, wie gesagt, daran glaube, dass alles seinen Sinn hat und alles seinen Grund hat, früher oder später. Und siehe da,
Eines Morgens hatte ich das Gefühl, dass meine Brüste spannen und auch irgendwie größer sind als sonst. Und dann habe ich mir nichts ahnend einen Teststreifen geschnappt und dann sind diese berühmten zwei Balken aufgetaucht. Ich habe das in dem Moment gar nicht richtig gecheckt. Ich war irgendwie sprachlos. Es war keine direkte, krasse, große Freude, sondern irgendwie war da erstmal so ein Schock. Und ich konnte es irgendwie gar nicht glauben, weil ich auch noch anscheinend noch gar nicht so richtig damit gerechnet habe. Und im nächsten Moment tauchten auch tatsächlich erstmal alle Ängste auf, die ich jemals bezüglich des Schwangerseins und Mamaseins gedacht, gefühlt oder empfunden hatte. Beängstigend, also wirklich beängstigend war das. Und ich bin dann zu meinem Freund gegangen, habe ihm den Teststreifen gezeigt und er dachte auch im ersten Moment erstmal, das wäre ein Corona-Test, weil das einfach nur so ein Papierstreifen war, weil ich noch gar keinen richtigen Test gekauft hatte, sondern das waren einfach so Tests, die bei den Ovulationstests mit dabei waren. Also es war irgendwie so total weird, die Situation. Und auch er war dann erstmal total sprachlos, dass das jetzt ein Schwangerschaftstest ist. Und ich habe dann erstmal gesagt, ich fahre jetzt zu Rossmann und besorge uns erstmal richtige Tests und dann machen wir nochmal einen Test. Und genau, das habe ich dann gemacht. Und auch das Testergebnis von einem richtigen hier Test von Clear Blue, der war dann positiv. Und dann kam langsam so diese Freude auf und auch dieses Realisieren von dem, was es gerade bedeutet. Also wir konnten es irgendwie nicht so richtig glauben. Auch wenn ich die Ängste noch spüren konnte, die trotz meines Wunsches plötzlich aufgekommen waren, konnte ich mich dann so langsam, aber wirklich, ja, es war wie so ein Hinkommen zur Freude. Ich habe dann auch kurze Zeit danach schon einen Termin bei der Ärztin, die ja meinen Zyklus beobachtet hat, habe ich dann nochmal vereinbart, damit sie nachschauen konnte, ob sich wirklich etwas in meiner Gebärmutter eingenistet hat. Und ich war so aufgeregt bis dahin und nahm auch weiterhin ganz starke Unsicherheit wahr. Auch wenn ich diese Unsicherheit oder auch wahrscheinlich Zweifel zu der Zeit gar nicht hätte benennen können. Als wir dann bei ihr waren, war auf dem Monitor tatsächlich eine Fruchtblase zu sehen. Doch das Baby war quasi noch viel zu klein, um in diesem frühen Stadium schon etwas mehr zu sehen. Also ich habe auch keinen Herzschlag zum Beispiel gesehen. Es kann, weil es einfach so noch so klein war und weil wir so früh diesen Termin gemacht haben. Dann wurde noch eine Blutabnahme gemacht und dann sind wir wieder gegangen und haben uns erstmal gefreut, doch vorsichtig, weil sie das auch so vermittelt hat, dass da was ist, doch dass wir auf jeden Fall dann nochmal später wiederkommen sollen und deswegen auch die Blutabnahme machen. Ein paar Tage später erhielt ich dann den Anruf, dass die entscheidenden Werte, also die für die Schwangerschaft entscheidend sind, dass die so stark gesunken und auch so niedrig sind, dass alles auf einen natürlichen Abort hinweist. Also ein natürlicher Abort ist eine frühe Fehlgeburt. Und das war schon ein Schlag ins Gesicht in dem Moment. Ich war also in dem Moment oder in dem Telefonat wieder erstmal sprachlos, wusste nicht, was ich dachte oder fühlte. Ich bedankte mich dann einfach für den Anruf, habe aufgelegt und bin dann in Tränen ausgebrochen. Und nachdem ich erstmal alle Tränen rausgelassen habe, dann auch meinen Freund angerufen und ihm Bescheid gesagt habe und mich irgendwie auch so leer gefühlt habe, habe ich angefangen, mich zu fragen, was wohl gefehlt hat. Also was hat wohl gefehlt, um sich einzurichten, um sich da ein Zuhause einzurichten in mir. Die Ärztin hatte mir nämlich auch noch mit auf den Weg gegeben, dass der Körper
genau weiß, was er macht. Und das ist eine ganz natürliche Reaktion und auch eine sehr gesunde Reaktion des eigenen Körpers ist, die Einnistung oder eine Einnistung abzubrechen, weil dann irgendetwas nicht hundertprozentig stimmig ist. Das heißt, irgendetwas passt nicht, wodurch der Körper sagt und entscheidet, wir lassen das jetzt mal lieber. Und das macht er nicht aus, ich will dir was Böses, sondern das macht er im Grunde auch aus Liebe heraus, weil das eine ganz natürliche und gesunde Reaktion des Körpers ist und zeigt, dass dein Körper funktioniert. Und das zum einen ist mir dadurch einfach nochmal anders bewusst geworden, welch großes Wunder überhaupt jede Schwangerschaft ist. Und zum anderen konnte ich dadurch in die Dankbarkeit gegenüber meinem Körper gehen, anstatt in irgendwie Ärger, Wut oder Zorn oder Zweifel. Diese Erfahrung hat mich eher noch mehr ins Vertrauen gebracht, weil ich das Gefühl hatte, mein Körper wollte mir schon mal signalisieren, dass er weiß, wie es geht, dass er also alles kann, was notwendig ist, auch wenn es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gepasst hat. Auch wenn sich das jetzt so schön, so reflektiert, so bewusst und so harmonisch anhört, was ich erzähle, war ich zwischendurch natürlich immer wieder auch super traurig. Also ich war einfach traurig. In diesem Prozess kamen diese ganzen Perspektiven, kamen so diese ganzen Erkenntnisse und dazwischen war immer wieder auch Traurigkeit. Ich habe immer wieder auch das Ganze einfach losgelassen und verarbeitet, indem ich die Traurigkeit rausgelassen habe, ausgelebt habe. Und es kam immer wieder auch Tränen auf und ich fühlte so eine innerliche Leere, so von wegen alles andere ist egal, alles andere ist unwichtig. Und das war vor allem bis zu dem Tag so, als mein Körper dann auch letztendlich losgelassen hat. Denn ich hatte mich dafür entschieden, jetzt keine Ausschabung zu machen, sondern darauf zu warten und darauf zu vertrauen, dass mein Körper das auf natürlichem Wege loslässt und das quasi dann auch auf natürliche Weise abgeht. Das war eine sehr emotionale und auch körperlich intensive Erfahrung für mich, die ich einfach nur als intensive Selbsterfahrung beschreiben kann. Ich habe mich nie zuvor so offen und so verletzlich gefühlt wie an diesem Tag. Dank der recht heilsamen Perspektive, dass es sich trotz allem für uns beide nicht wie ein Verlust angefühlt hat, wahrscheinlich auch, weil wir keinen Herzschlag gesehen haben, konnte ich mich sehr gut auf die Verarbeitung und auf das Loslassen von dieser Erfahrung einlassen. Und zwar habe ich dann auch so ein bisschen geguckt und recherchiert und von einer Australierin, und zwar von Betty, ich glaube, man spricht es Ray aus, also R-A-E, Bettina Ray oder Ray. auf jeden Fall habe ich von ihr gehört, die bei YouTube über ihre Fehlgeburten berichtet und auch sowas wie Fertility-Yoga macht, also für die Fruchtbarkeit, Fruchtbarkeits-Yoga im Deutschen. Ich habe dann so ein bisschen gestöbert auf ihrer Seite und da ich sowieso ein großer Journaling-Fan bin, hat mich ihr Buch direkt angesprochen, denn in ihrem Buch gibt es einen ganzen Journal-Part mit unterschiedlichsten Übungen für jeden Tag. Ich habe das Buch dann ehrlicherweise gar nicht komplett gelesen, also die Geschichte nicht komplett gelesen, sondern bin direkt zum Journaling-Teil gesprungen und habe angefangen, jeden Tag eine dieser Übungen schriftlich in meinem Journal zu machen. Dabei habe ich zum Beispiel einen Brief an die Seele geschrieben, die gefühlt angeklopft hat, doch die noch nicht durch die Tür gegangen ist oder durch die Tür kommen wollte oder mir vielleicht auch erstmal nur einen Hinweis für etwas geben wollte. Also warum auch immer, doch ich habe dann zum Beispiel diesen Brief an die Seele geschrieben, die angeklopft hat. Und damit du so ein Gefühl dafür bekommst, was das macht oder was das auch für dich bedeuten oder mit sich bringen kann, möchte ich diesen Brief gerne mit dir teilen,
weil es sich einfach so gut angefühlt hat, ihn zu schreiben. Und weil ich mir auch so sicher bin, dass das, ja, dass das ein wichtiger Schritt auf meinem Weg war, um einen Kontakt herzustellen, um in diese Erlaubnis zu gehen, um eine Verbindung aufzubauen, um innerlich ein warmes und auch herzliches Zuhause zu erschaffen, in dem sich jemand anderes willkommen fühlt. Also, 28. Juni 2021. Hey, mein kleines Baby. Ich weiß gar nicht genau, was ich schreiben soll. Es gibt so viel zu sagen und gleichzeitig auch nichts. Es gibt keine Worte, die beschreiben, was ich für dich empfinde. Und das ist mir selbst erst letzte Woche klar geworden, als ich die Nachricht erhalten habe, dass du doch nicht kommen möchtest. Im ersten Moment war ich sehr traurig und unglücklich, weil ich mir schon alles Mögliche vorgestellt und ausgemalt habe, wie wir zusammen als kleine Familie ab Februar 2022 zusammenleben. Dein Papa und ich haben uns wirklich schon sehr auf dich gefreut, weil wir dir zeigen wollen, wie schön das Leben ist und dich auf deinem Lebensweg mit viel Liebe, Freiheit und Spaß begleiten möchten. Ich konnte mir bis vor kurzem nicht vorstellen, Mama zu sein und diese Verantwortung zu tragen. Doch als ich mich auf die Vorstellung von dir eingelassen habe, hatte ich keinerlei Zweifel mehr, ob ich das kann oder möchte. Auch wenn wir uns nicht kennengelernt haben bisher, weiß ich, dass du da bist und ich dich bedingungslos liebe. Du merkst, das ist nach wie vor. Es macht mich nicht traurig, doch es bewegt mich einfach so sehr. Wir haben dein Anklopfen gehört und freuen uns auf den Tag, an dem du deinen Weg in unser Leben gehst. Du brauchst keine Angst zu haben, denn wir empfangen dich hier auf der Welt mit offenen Armen und Herzen. Nicht nur dein Papa und ich, sondern ein ganzes Dorf von wundervollen Menschen freut sich auf dein Ankommen und ist aus Liebe immer für dich da. Ich frage mich im Moment zwar, ob dir etwas gefehlt hat, um dich wohlzufühlen. Falls dies der Fall sein sollte, gib mir gerne ein Zeichen, was du brauchst. Dann finden wir bestimmt eine Lösung. Ich möchte auch, dass du dich sicher, gesund und geborgen fühlst in meinem Bauch. Du bist jetzt schon das größte Wunder, das ich je erleben durfte. Und ich habe noch nie zuvor so intensiv empfunden wie die letzten Wochen. Dein Papa und ich freuen uns sehr auf dich. Doch nimm dir die Zeit, die du brauchst. Ich möchte nur, dass du weißt, wir sind bereit und stellen uns, egal wann, darauf ein, sobald du entscheidest, dass du auf die Welt kommen möchtest. Mein Körper ist stark und kann dir ein sicheres Zuhause schenken. Auch wenn ich dich vermisse, weil ich gespürt habe, als du da warst, bin ich im tiefen Vertrauen, dass du deinen Weg zu uns findest. Und dass wir es auch auf jeden Fall zusammen mit Leichtigkeit schaffen. Jetzt wissen wir, dass du da bist und freuen uns sogar noch umso mehr auf deine Ankunft. Mach dir keinen Stress, genieß deine Reise und nimm die Ausfahrt zu uns dann,
wenn du es möchtest. Wir holen dich dann ab, wenn du uns brauchst und sind dein Leben lang immer für dich da. Ich liebe dich, mein kleiner Engel. Und wünsche dir eine mega tolle, aufregende Reise, bis wir uns sehen und im Arm halten können. Wir freuen uns auf dich, deine Eltern. Puh. Ja, das war der Brief, den ich danach geschrieben habe. Und mit dem ich mir erlaubt habe, mich ganz bewusst emotional darauf vorzubereiten und mir auch ganz bewusst die Erlaubnis dafür zu geben und auch in diesem Vertrauen, in diesem echten, tiefen Vertrauen zu sein. Auch wenn das jetzt gerade gar nicht so einfach war, war es mir total wichtig und ich glaube, dass du das jetzt auch gut nachvollziehen kannst. Heute kann ich auf jeden Fall sagen, dass mir die Erfahrung, die Erfahrung der Fehlgeburt dabei geholfen hat zu erkennen, dass es wirklich mein eigener Wunsch aus Liebe ist. Und sie hat mich dazu bewegt, nochmal genauer hinzuschauen, was das Thema Verantwortung betrifft und welche Ängste ich hier noch immer mit mir herumtrage und wovon ich auch unterbewusst noch immer mein Leben bestimmen lasse. Ich durfte so viel aus dieser Erfahrung mitnehmen und über mich selbst auch nochmal in einer neuen Tiefe lernen. Und Briefe wie diesen, den ich dir jetzt vorgelesen habe, habe ich von dem Tag an immer dann geschrieben, wenn mir danach war, eine Verbindung herzustellen und dieser Seele etwas zu sagen und Kontakt zu ihr aufzunehmen. Denn ich habe sie gespürt, ich habe sie wahrgenommen, sie war da, sie hat angeklopft und ich habe ihr dann durch diese Briefe, das wollte ich ihr das Gefühl geben und habe es auch wirklich so für mich zum ersten Mal auch tief emotional empfunden, dass wir bereit sind, dass alles da ist, dass sie kommen kann, wenn sie möchte, ohne Druck und ohne Zwang. Und ich habe die dritte Phase Erlaubnis genannt, weil es für mich in dieser Phase immer und immer wieder darum ging, in einzelnen Bereichen in die Erlaubnis zu kommen, hinzuschauen, ehrlich zu mir zu sein, mir Dinge selbst einzugestehen und vor allem auch Altes loszulassen. Auch wenn unser Kind, auch wenn das jetzt noch nicht auf der Welt ist, bin ich ihm oder dieser Seele, ich bin dieser Seele, die angeklopft hat, also die noch gar nicht physisch da war, bin ich ihm oder ihr auf jeden Fall super mega dankbar dafür, was ich allein dadurch lernen durfte. Und ich glaube, dass dies auch in einer Eltern-Kind-Beziehung immer so ist. Ich glaube, dass es eine solche Beziehung ausmacht, dass die Kinder von Eltern lernen und Eltern auch von ihren Kindern, auch wenn die noch nicht da sind. Auch wenn die ja sich quasi erst entwickeln oder auch wie bei einer Fehlgeburt anklopfen oder nicht auf die Welt kommen. Ich glaube, dass das eine Beziehung ist, in der es immer darum geht, voneinander etwas zu lernen. Und genauso können wir von ungeborenen Seelen oder von gewünschten Kindern sehr viel lernen, wenn wir bereit sind, uns für die eigene Wahrheit zu öffnen und selbst damit zu konfrontieren. Auch wenn das in dem Moment sicherlich
häufig auch mit Schmerz verbunden ist. Ein Buch dazu, das mir auch nochmal sehr viel Vertrauen in meinen Körper gegeben hat, war das Buch Schwanger werden, der ganzheitliche Weg zum Wunschkind von Karen Dannhauer. Darin werden nämlich die einzelnen Prozesse im Körper auf wissenschaftliche und gleichzeitig, also wissenschaftlich und gleichzeitig auch ganzheitliche Weise beschrieben. Und du findest darin dann auch so ganz natürliche Tipps oder auch Beschreibungen oder Dinge, die deinen Körper dabei unterstützen können, wieder in den Fluss zu kommen. Und da werden auch die neuesten Erkenntnisse zum Beispiel aus der Forschung geteilt. Und Karen Dannhauer gibt auch ganz viele Erfahrungswerte aus ihrer langjährigen Praxiserfahrung als Hebamme in diesem Buch wieder. Also es ist so oder so total spannend zu lesen. Es gibt dir in jeglichem Bereich einen ganz tollen, umfangreichen Einblick auf unterschiedliche Weise. Also auf jeden Fall auch eine weitere sehr, 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 sehr warme Herzensempfehlung von mir, falls du spürst, dass es sich für dich richtig anfühlt, diesen Weg zu verfolgen und dich vorerst noch mehr mit dir selbst zu beschäftigen. Ich sage das dazu, weil mir wichtig ist, dass du deinen eigenen Weg gehst, was das angeht, oder auch generell deinen eigenen Weg gehst, ob du zum Beispiel in eine Kinderwunschklinik gehst und wann dieser Zeitpunkt für dich gekommen ist, das wirst du selbst spüren. Da bin ich mir ganz sicher. Nur eine Sache, die ich dabei wichtig finde, entscheide dich für egal was aus Liebe. Und aus einer ganz, ganz großen Perspektive betrachtet, hat mich meine Essstörung auf meinen, ja, überhaupt hat sie mich ja erstmal auf meinen Heilungsweg gebracht, auf diesen nach innen Blickweg. Und meine Recovery grundsätzlich hat dazu geführt, dass sich alles mental, physisch, emotional und spirituell transformiert hat, was auf meinem Weg notwendig war, damit ich heute an diesem Punkt stehe und damit ich heute dieses Wunder erleben darf. Deshalb empfinde ich auch heute einfach nur Dankbarkeit. Dankbarkeit für meine Recovery, Dankbarkeit für mein Leben, Dankbarkeit für alles, was ich erleben durfte und Dankbarkeit dafür, dass ich jetzt dieses Wunder empfangen darf. Und empfangen ist ja auch etwas, was häufig auf eine bestimmte oder auch energetische Art und Weise blockiert ist. Überhaupt annehmen, empfangen zu dürfen. Wenn Kinderwunsch oder auch Ängste rund um deine Schwangerschaft gerade voll dein Thema sind, dann connecte dich mit mir bei Instagram und schreib mir einfach eine Nachricht, ohne lange darüber nachzudenken. Tipp einfach in die Tasten und schick's ab. Egal, was dich beschäftigt, du bist damit nicht allein. Und wenn du nicht schreiben möchtest oder wenn du noch gar nicht weißt, was du sagen willst, sondern erstmal für dich dahin kommen möchtest, gut für dich zu sorgen, besser für dich zu sorgen, Entscheidungen zu treffen, die dir gut tun, die deiner Genesung gut tun, die deiner Recovery gut tun, dann melde dich auf jeden Fall zu meinem gratis Selfcare Adventskalender an, der am 1. Dezember startet. Ich verlinke ihn dir auch nochmal in den Shownotes, wo du auch natürlich alle anderen Links zur heutigen Folge findest. Und ich hoffe sehr, dass dir die Folge heute etwas mitgegeben hat, was auch immer das ist. Teile es wahnsinnig gerne mit mir und fühl dich ganz herzlich von mir gedrückt. Nächste Woche erwartet dich hier im Podcast ein richtig tolles Interview und ich sende dir ein Hoch auf dich. Deine Kira.